Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um Energiebilanzierung, nämlich mal um eine Zusammenfassung. Wie funktioniert es also Energiebilanzierung? Was ist das? Wofür macht man das? Warum ist das so unglaublich wichtig? Weil wir dieses Thema mal ein bisschen weiter auseinandernehmen und erklären wollen. Wir haben schon mal ein paar Videos gemacht, aber das soll jetzt mal richtig Form annehmen, weil das ist nun mal eines der komplexesten und kompliziertesten Themen der Energiewirtschaft, gleichzeitig das absolut zentrale Thema. Alles dreht sich schlussendlich um den Bilanzkreis, also Teil der Energiebilanzierung, und dementsprechend wollen wir es mal ein bisschen erklären. Also, Energiebilanzierung, warum? An sich, wenn wir von Kraftwerken und Energieverbrauch sprechen, dann bedeutet das ja im Regelfall, naja, irgendwo gibt es jemanden, der hat also Energieerzeugungsanlagen oder Stromerzeugungsanlagen und speist Strom in das Stromnetz ein. Dann gibt es einen Netzbetreiber und dann gibt es halt einen Energieversorger und der hat halt seine Kunden mit den Tarifen und dann verbrauchen die den Strom aus ihren Steckdosen heraus. Schön und gut. Diese physische Seite ist aber nun mal nur eine Seite der Medaille, wenn wir die Energiebranche uns anschauen. Diesen technischen Part können wir als Energieversorger nämlich auch gar nicht so richtig manipulieren. Wir können gar nicht sagen, naja, unser Kunde, der soll jetzt Strom aus einem bestimmten Portfolio bekommen, von einer bestimmten Windkraftanlage, die wir selbst betreiben. Denn der Strom als solcher, der fließt halt durch die Kabel dorthin, wo der geringste elektrische Widerstand ist. Und das kann halt im Zweifel bedeuten, der fließt halt nur 100 Meter weiter zu einer großen Industrieanlage, die einen großen Verbrauch hat, deswegen geringen elektrischen Widerstand. Oder das fließt halt über die sogenannte Stromautobahn, also die absoluten Höchstspannungsleitungen auch quer durch Deutschland, von der Nordsee bis nach Bayern oder Baden-Württemberg. Das ist auch möglich. Wir können es halt nicht wirklich aktiv beeinflussen. Und deswegen ist das nicht der zentrale und wichtige Punkt unserer Energiewirtschaft. Wir können es nicht beeinflussen, wir können da keinen Markt draus machen. Damit wir einen Markt draus machen können, haben wir also uns diese sogenannte Energiebilanzierung geschaffen. Also einen Weg, wie wir trotzdem Energiemengen betrachten und bewerten können. Es geht also darum, dass wir Kilowattstunden von der Entstehung aus dem Kraftwerk heraus bis hin zum Verbrauch durch den Kunden jederzeit jemandem zuordnen können. Das ist Energiebilanzierung. Darum geht es schlussendlich. Wir sagen, diese Kilowattstunde ist jetzt hier im Portfolio eines Kraftwerks erzeugt worden. Damit ist diese Kilowattstunde vorher schon zu melden im Rahmen eines Forecasts, also einer Fahrplanmeldung zum Beispiel. Ich sage, der Fahrplan meines Kraftwerks ist folgendermaßen für die nächste Zeit. Ich werde um diese Uhrzeit so und so viel erzeugen und um diese Uhrzeit so und so viel erzeugen. Das ist der Fahrplan, so nennt man das auch in der Branche. Und dann sage ich eben, okay, das habe ich jetzt tatsächlich erzeugt. Das ist jetzt also die Echtzeitmeldung. Das ist jetzt tatsächlich auch gekommen. Und sowohl diese ursprüngliche Meldung als auch das, was ich jetzt tatsächlich erzeugt habe, muss ich eben über die diversen Nachrichtenformate an meine Marktpartner senden, zum Beispiel an den Netzbetreiber, um darauf hinzuweisen, hey, folgende Menge ist jetzt hier tatsächlich eingespeist worden. Ich muss es aber natürlich auch von vornherein an den Markt senden, zum Beispiel an die Börse und sagen, hey, folgende Energieprodukte biete ich an. Folgende Energieprodukte kannst du bei mir im Kraftwerk einkaufen und dann produziere ich die und packe die eben in das Stromnetz rein und dann kannst du genau diese Mengen auch als Versorger zum Beispiel verwenden. Aber eben, wie es schon angedeutet ist, wir können sie nur bilanziell verwenden. Wir sagen eben, wir haben jetzt hier meinetwegen 100.000 Kilowattstunden und die sind an den Markt gegeben, die sind im Handel, die sind gemeldet an den Netzbetreiber. Und jetzt kann ich als Energieversorger sagen, na, ich brauche jetzt 100.000 Kilowattstunden, also kaufe ich die jetzt im Handel ein. Ich kaufe die an der Börse ein oder ich kaufe die direkt vom Kraftwerksbetreiber und nehme die dementsprechend in mein Versorgungsportfolio auf. Das heißt, die Energiemengen, die vorher jemand als Erzeugung gemeldet hat, die muss jetzt jemand anderes schlussendlich in sein Verbrauchsportfolio aufnehmen. Also ein Energieversorger macht nichts anderes, als Kundenverträge zu haben, Tarife zu haben und dann eben zu sagen, naja, meine Kunden verbrauchen so und so viel Energie. Dafür habe ich zum Beispiel meine Lastprofile, die sagen halt, die Kunden verbrauchen über den Tag hinweg auf folgende Weise ihren Strom und ich habe eben den Hinweis, dass dieser Kunde zum Beispiel 5000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht. Dann habe ich eine Vorstellung davon, wie viel verbrauchen meine Kunden, diese 100.000 Kilowattstunden zum Beispiel. Und dann kaufe ich mir die einfach nur ein. Ich kaufe die an der Börse, ich kaufe die vom direkten Erzeuger
und habe die dann als Energiemenge in meinem Portfolio, in meinen Aufgaben der Energiebilanzierung. Dort habe ich die jetzt reingebucht, nämlich in den Bilanzkreis. Das ist das Entscheidende. Den Bilanzkreis haben wir schon mal in einem anderen Video ganz gut erklärt. Das ist halt ein virtuelles Energiemengenkonto, in welchem man die Erzeugung und den Verbrauch im eigenen Portfolio gegenüberstellt. Und es muss ausgeglichen sein. Jederzeit, für jede Viertelstunde müssen Erzeugung und Verbrauch im eigenen Kundenportfolio ausgeglichen sein. Wenn ich also weiß, in dieser Viertelstunde brauchen meine Kunden so und so viele Kilowattstunden Energie, dann kaufe ich für diese Viertelstunde genauso auch ein. Und das muss ich die ganze Zeit eben durchweg sicherstellen. Das ist es im Großen und Ganzen die Bilanzkreisbewirtschaftung. Ich muss das einfach sicherstellen. Durch auch nochmal kurzfristigen Handel, durch Portfoliooptimierung oder weil ich mich austausche mit einem anderen Bilanzkreisbewirtschafter und der hat zum Beispiel zu viel, ich habe zu wenig und dann können wir da auch eine entsprechende Transaktion durchführen. Das geht. Diese Bilanzkreisbewirtschaftung macht man als Energieversorger in der Rolle des Bilanzkreisverantwortlichen, des BKV. Die Rolle habt ihr schon mal gehört. Und in dieser Rolle macht man also nichts anderes, als zu schauen, folgende Verbrauchsmenge, folgende Erzeugungsmenge, schön ausgeglichen, null, Saldo ist in Ordnung und dann passt das auch. Das heißt, wir haben jetzt verschiedenste Tätigkeiten am Markt. Wir gleichen also Angebot und Nachfrage ab. Und wir haben die Datenformate, die jetzt die Energiemengen beinhalten. Wir haben sogenannte Zeitreihen. Zeitreihen haben wir auch schon mal in einem anderen Video besprochen. Das ist einfach nur eine chronologische Reihenfolge von Datenpunkten, in dem Fall von Energiemengen. Wir sagen von 0 Uhr bis 0 Uhr 15, 7 Kilowatt, von 0 Uhr 15 bis 0 Uhr 30, 9 Kilowatt und so weiter. Das ist eine Zeitreihe. Die reiht also verschiedene Datenpunkte aneinander, zum Beispiel die Energiemengen, die meine Lastgangkunden haben. Und dann eine andere Zeitreihe hat die Energiemengen, die meine Standard-Lastprofil-Kunden haben. Eine andere Zeitreihe hat die Mengen, die meine Einspeiser eben haben. So. Dann gibt es diese Zeitreihen für einzelne Marktlokationen. Da gibt es Zeitreihen für verschiedene Kategorien von Energie, wie ich gerade angedeutet habe. Dann gibt es auch noch Summenzeitreihen, nämlich dann die Aufsummierung. Ne, in meinem gesamten Bilanzkreis habe ich folgende Mengen an Energie überhaupt. Das ist dann eine zum Beispiel Bilanzkreis-Summenzeitreihe, eine BKSZR. Die wird wiederum erstellt vom Netzbetreiber und dort steht dann drin, was der Netzbetreiber erwarten würde, was im Bilanzkreis des Bilanzkreisverantwortlichen drin steht an Energiemengen. Und so kann man das nämlich schön abgleichen. Der Netzbetreiber schickt das rüber und sagt praktisch, hey, ich erwarte jetzt folgende Menge in deinem Bilanzkreis, prüfe das und dann prüft der Bilanzkreisverantwortliche das gegen und sagt, das hast du gut erwartet, das ist genau richtig oder ah, das sind Unterschiede. Und wenn die Unterschiede da sind, dann muss man nochmal mit den Stammdaten hin und her vergleichen und sagen, ah, bei diesem einen Kunden, bei dieser einen Marktlokation hast du falsche Mengen in der Erwartung, da müssten andere rein. Und schon ist der Unterschied ausgeglichen und schon ist das Clearing erfolgt, das Bilanzkreis-Clearing oder die früher die Zuordnungsliste, das die Zuordnungslisten-Clearings, Tätigkeiten, Bilanzierungs-Clearing, da gibt es verschiedene Begriffe für. Man redet heutzutage meistens dann von Clearing-Listen, wo dann eben genau diese Stammdaten auch hin und her geschickt werden und darüber die Unterschiede bei den Energiemengen gefunden werden, weil eben bei der einzelnen Marktlokation falsche Daten hinterlegt waren. Das gibt es jetzt für verschiedenste Kategorien, nicht nur für den Bilanzkreis, sondern eben auch für Bilanzierungsgebiete, wo dann praktisch die andere Seite gegenprüft und sagt, so viel erwarte ich jetzt in deinem Bilanzierungsgebiet an Energiemengen, die ich selbst verantworte. Oder dann gibt es zum Beispiel Netzgangzeitreihen oder auch Netzzeitreihen, die die Energiemengen beinhalten, die zwischen zwei Bilanzierungsgebieten, also zwischen zwei Netzgebieten ausgetauscht werden, zwischen zwei Netzbetreibern für eben den Ausgleich des Stromnetzes. Oder noch ganz viele andere Arten von Summenzeitreihen, die eben verschiedenste Inhalte haben. Also immer Energiemengen, die summiert werden sollen und dann verglichen werden sollen. Das schickt man jetzt hin und her zwischen Netzbetreibern, zwischen Bilanzkreisverantwortlichen. Hier und da ist dann auch der Erzeuger mit dabei und dann natürlich vor allem auch die Aufsicht, also der Bilanzkoordinator in seiner Rolle als Übertragungsnetzbetreiber. Hat er ja die Aufsicht über seine Regelzone und dann prüft er eben all diese Zeitreihen, all diese Ausgleiche, all diese Bilanzierungstätigkeiten für seine Regelzone, die er verantwortet. Und dann kann er sagen, das ist richtig und das entspricht auch meinen Daten und kann dann eben eine Statusmeldung dazugeben. Und die Gegenseite muss dann immer eine Prüfmitteilung mit dazugeben und dann wissen wir alle, hey, das ist richtig, können wir abschließen oder hey, hier gibt es noch Unterschiede, hier müssen wir in die Klärung gehen. Und dann geht man eben in die typischen Klärungsaufgaben, zum Beispiel, weil sich Sachbearbeiter gegenseitig dann anrufen und sagen, hier bei dieser Marktlokation haben wir Unterschiede, warum?
und dann führt man die Klärung herbei. Dann kann die Bilanzkreisabrechnung stattfinden oder auch die Korrekturbilanzkreisabrechnung, je nachdem, wie weit es die Zeit vorangeschritten ist. Und man dann sagen kann, okay, dieser Bilanzkreis ist für diesen Zeitraum okay, der ist ausgeglichen, das ist in Ordnung, jetzt können wir da praktisch abschließen, wie auch in der normalen Buchhaltung. Das ist ja nichts anderes als Energiebuchhaltung. Wird also abgeschlossen und gesagt, dieser Bilanzkreis ist safe für diesen Zeitraum. Und damit ist man dann zufrieden. Sollten Mengen noch übrig bleiben, dann werden die weitergereicht und weitergeklärt. Dann natürlich auch schlussendlich über den aufsichtshabenden Übertragungsnetzbetreiber. Der sagt dann irgendwann, hier gibt es Delta-Zeitreihen. Und die werden dann auch nochmal final geklärt. Die dürfen nämlich nicht übrig bleiben. Es darf keine Energie ungeklärt übrig bleiben. Und das haben wir auch schon mal in einem anderen Video geklärt. DZÜ, Delta-Zeitreihenübertrag. Das sind eben Energiemengen, die nicht zugeordnet werden konnten. Die werden am Ende jemandem zugeschustert, der schuld ist. Und dann muss der dafür bezahlen. Dann geht es weiter in Richtung der Ausgleichsenergie, denn die nicht zugeordneten Energiemengen, die werden mit Ausgleichsenergiepreis wiederum berechnet. Und damit ist dann der Bilanzkreis am Ende auch wieder ausgeglichen. Das ist es kurz gesagt. Wir werden jetzt in weiteren Videos ein bisschen tiefer darauf eingehen, wie die einzelnen Schritte und Tätigkeiten in der Bilanzkreisabrechnung und in der Bilanzkreisbewirtschaftung funktionieren. Die Details folgen also nochmal später. Habt ihr konkrete Fragen dazu, dann gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer, like das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.